Etwa 300 Kurden sind am Nachmittag durch die hannoversche Innenstadt gezogen. Zuvor gab es eine Kundgebung in der Nähe des türkischen Konsulats. Der Unmut richtet sich vor allem gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Erdogan wird immer mehr zum Diktator. Und wir wollen hier in Deutschland unsere Stimme gegen Erdogan erheben. Alle Grundrechte werden für die Kurden aberkannt und das können wir einfach nicht akzeptieren. Laut Polizei hat es keine Zwischenfälle gegeben. Die Protestkundgebung dauerte knapp 2 Stunden.